Andreas und sage Moin Moin. Freunde, wenn man sowas schön finden kann, ich fand es schön. Wir kommen aus der verregneten Wesermarsch. Ja, nichts wunderschön, gar nichts. Gestern Sturm, heute im strömenden Regen, wieder ungemütlich, kalt, nass, außer hier drinnen, in meiner kleinen Klemmbaustube. Herzlich willkommen bei Stein auf Stein zum Ziel. Ich bin Andreas und sage Moin Moin Freunde, da bin ich wieder. Und ich könnte euch jetzt stundenlang voll quatschen, weil ich habe so viel zu erzählen. Wen es nicht interessiert, unten in der Beschreibung kann er alles überspringen. Meist dauert das immer so 3-4 Minuten. Ich möchte mich erstmal bedanken. Freunde, 3000 Abonnenten. Ey, wer hätte das vor 2 Jahren gedacht, wo ich angefangen bin? Daher war letzte Woche, wann war das? Sonntag? Habe ich mit meiner Tochter hier einen Livestream gemacht. Als kleines Dankeschön war ich auch wieder völlig überfordert. Dann kam meine Tochter hier angedackelt und hat mich hier schön mit unterstützt. Habe ich mich riesig drüber gefreut. Wir haben eine Menge Spaß gehabt. Wer dabei gewesen ist, was gesehen hat, hat ja auch gesehen, dass wir sehr entspannt gewesen sind, sage ich mal. Wer eine Stunde 45 für 246 Teile braucht, muss total tiefenentspannt sein. Freunde, und irgendwie kam ich dann ja mit unserem Wiki, Wikis Klemmbausteinwelten, verlinke ich irgendwo da oder da gleich. Mario der Brickklempner und meiner einer. Wir hatten gedacht, wir würden auch gerne mal so einen Stream zusammen machen. Wir drei. Und das hing schon letztes Jahr so ein bisschen in der Luft. Und dann hatte ich jetzt mal so ein Programm rausgesucht und habe die dann angeschrieben und habe gesagt, wir haben so eine WhatsApp-Gruppe, da sind unsere Admins alle drin. Der Mike, der Michael, der Christian, der Mario, der Vicky, meine Frau und ich. Und dann gesagt, hat einer von euch Lust, einfach das mal auszutesten? Und dann kam erst nichts und plötzlich, ja, machen wir. Donnerstag, aber wir gehen nicht live. Nein, wir probieren das erstmal nur aus. Und somit war ja Donnerstagabend. Dann sind wir in diesen Chatroom gewesen. Und als wir alle so begeistert gewesen sind, haben wir gesagt, da können wir doch jetzt einfach mal ganz kurz live gehen. Und der Vicky und ich waren ganz schön nervös, da mussten wir nochmal eben eine smoken. Also er bei sich zu Hause, ich bei mir zu Hause. Und dann haben wir auch losgelegt. Für 45 Minuten oder sowas. Eigentlich wollten wir nur so 20 Minuten. Aber wir haben da so viel Gefallen dran getan. Die Idee ist von uns eigentlich gewesen, dass wir einmal im Monat so einen Stream machen, wir drei. Und uns noch jemanden einladen. Einen kleinen YouTuber, der uns gefällt oder irgendwie sowas, wo wir einfach ein bisschen quatschen können. Der Christian, der sagte dann gestern bei WhatsApp, Mensch, warum muss es denn unbedingt ein YouTuber sein? Ihr habt doch so eine schöne Facebook, oder wir haben doch so eine schöne Facebook-Gruppe. Da sind ja auch viele dabei, die keinen eigenen YouTube-Kanal haben, aber die viel bauen. Und man kann eben halt auch so einen Link zum Handy schicken. Und man kann dann einfach mit dem Handy live gehen. Und die Idee fand ich absolut brillant. Und sowas werden wir machen demnächst. Das finde ich klasse. Da habe ich viel Spaß dran. Und freue mich da riesig drüber, weil das einfach eine Spitzenidee ist. So könnte man rein theoretisch, wenn denn irgendeiner bei uns dann auch mal Lust hat, der irgendwelche Mocs baut oder so, aber vielleicht keine Lust hat auf einen YouTube-Kanal, vielleicht aber auch sich nicht traut, sich einfach mal kurz vorstellen, was er so macht, was er so baut. Ich finde es einfach klasse. So, jetzt sind wir bei 4 Minuten. Jetzt muss ich mich beeilen. Freunde, was habe ich denn gebaut? Ich habe von dem Alexander, jawohl, von Call of Duty, den Black Hawk gekriegt. Mega Blocks. Und wie das Set ist, Freunde, und ob mir das gefallen hat, das zeige ich euch ab jetzt. Wir gehen nämlich auf den Bautisch, da zeige ich euch den Aufbau, dann quatschen wir hinterher noch mal ein bisschen. So meine persönliche Meinung dazu. Und dann sind wir auch schon durch. Und dann ist das Video zu Ende. Ich möchte bloß nur eins sagen. Das machen wir nachher zum Schluss. Los, auf den Bautisch jetzt. Viel Spaß dabei.
Freunde, jetzt ist es soweit. Endlich habe ich mal ein bisschen Ruhe, kann mich von der Arbeit mal ein bisschen entspannen und ich habe mir gedacht, jetzt bauen wir das, was ich von dem lieben Alexander bekommen habe. Und zwar leihweise. Der hatte mich angeschrieben und hat gesagt, Mensch Andreas, ich hätte was für dich, das hat nicht jeder und vielleicht hast du da Bock drauf, das aufzubauen. Und was für eine Frage, wa? Ganz ehrlich? Ja, klar. Was fragst du da noch? Total geil. Von Megablocks, Call of Duty, ein Black Hawk 968 Teile. Die Setnummer 06858. Ich freue mich da riesig drüber. Ich habe von Megablocks bis jetzt noch nichts gebaut. Das ist nur leihweise ein Set. Ich schicke ihm das hinterher zurück. Natürlich packe ich ihm als Dankeschön was mit in den Karton. So, Freunde, ich habe Bauabschnitte. Fängt bei mir aber bei 2 irgendwie an, denn 4, 5 fehlt. Dann geht das bei 6 weiter, 7. Dafür habe ich andere Typen, die jetzt nicht nummeriert sind. Ich vermute mal, dass das da gleich mit drin sein wird. Bei 1000 Teilen juckt mich das jetzt erstmal gerade nicht so. Das lässt sich trotzdem noch gut überschauen. Die Bücher von unten nach oben werden die geblättert. Die Teile, die alle verbaut sind. Die Männchen, die überhaupt nichts mit Lego-Figuren gemeinsam haben, finde ich klasse. Was ganz anderes. Die Bauanleitung auch mal ganz anders. Da ist es farblich mit Rot, Gelb, Blau markiert, wo die einzelnen Teile aufgenommen werden. Wie gesagt, ich habe bis jetzt von Megablocks noch gar nichts gebaut und bin jetzt auch wirklich Tatsache mega gespannt, wie sich das bauen lässt. Und ich hole euch dann immer mal zwischendurch wieder rein, wenn es was Neues gibt. 2 Bücher habe ich. Das eine etwas dicker, das andere ein bisschen dünner. Ich fange jetzt einfach mal an. So, Freunde, das Geheimnis der Abschnitte ist eigentlich gar kein Geheimnis, weil ihr müsst alle Steine Tatsache auf den Tisch legen, ihr müsst alle Tüten aufmachen. Warum die da jetzt Zahlen draufgeschrieben haben, weiß ich nicht. Spielt auch keine Rolle. Ich will euch mal was zeigen. Ich hoffe, dass ich das einigermaßen einfangen kann. Alle Steine, die ihr so auf dem Tisch seht, außer ein paar vereinzelte, sehen so aus. Achtet jetzt mal nicht auf diese ganz kleinen, klitzekleinen Kratzer, die man kaum erkennen kann. Es gibt natürlich welche, die sich da gerne drüber aufregen. Aber in diesem Fall meine ich das gar nicht, sondern ich meine dieses Schattierte. Und so sehen Tatsache fast alle Steine aus, außer was Silber ist. Ne? Aber ich hoffe, dass man kann das so ein bisschen einfangen. Das ist der Hammer. Das ist der absolute Hammer. Wir dürfen es auch mal... Ah, jetzt da. Und so sehen alle grauen Steine, die hier so sind, aus. Alle gefleckt. So ein paar Bausteine, die ich so noch nie gesehen habe. Auch das gehört dazu, sehr cool. Ich bin beeindruckt. Es gibt ein paar Formteile, ja. Hier und da mal. Aber pass auf, ohne Scheiß jetzt. Ich habe mal ein Rotorblatt da, ne? Das ist ein Mordsteil. Ich sag mal so, es wird kein kleiner Hubschrauber. Dazu lege ich mal eine Maus, dann wisst ihr so ungefähr, wie groß der gleich werden wird. Der Bau an sich ist cool. Bis ich jetzt erstmal ein bisschen reingekommen bin und damit warm geworden bin, hat jetzt ein bisschen gedauert. Liegt aber eher daran, dass ich mich jetzt so konzentriert habe und habe gedacht habe, ja, okay, das sind Bauabschnitte, aber es sind keine Bauabschnitte. Man muss alles auf den Tisch legen. Bei 1000 Teilen ist es jetzt echt wirklich kein Krampf. Ne? Hier ist nochmal so ein Formteil.
Da kommt nachher die Scheibe rein. Das ist alles schön sauber verpackt. Alles supi. Mir gefällt das. Mir gefällt das wirklich. Wenn ich dann gleich richtig im Trott bin, dass ich alles ausgepackt habe und alle Steine auf dem Tisch drauf liegen, dann geht das, glaube ich, auch relativ gut voran. Die Klemmkraft ist Hammer. Das ist quasi Kobi letztes Jahr, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr. Also da sitzt so viel Zunder hinter. Da muss man schon richtig kräftig drücken. Und die Steine sehen klasse aus. Ich habe euch einfach mal aus Jux und Dollerei die Teile einfach mal so hingelegt, wo ich gedacht habe, die hat man vielleicht nicht immer. Oder vielleicht hat man die sogar noch gar nicht gesehen. Und das sind einen ganzen Haufen, muss ich jetzt mal ehrlich zugeben. Ich könnte euch das wahrscheinlich jetzt so eine halbe Stunde alles präsentieren. Also die meisten Steine habe ich Tatsache so noch nicht gesehen. Ist mal was ganz anderes. Ja. Finde ich wirklich interessant. Der eine oder andere sagt bestimmt, ach, ich habe das schon mal gesehen. Ich Tatsache so noch nicht. Aber das macht das Bauen interessant, würde ich sagen. Sehr cool. Auch nachher wahrscheinlich hier für die Routerblätter. Sehr nice, Freunde. Aber jetzt muss ich mal in die Füße kommen, sonst kriege ich das Ding, glaube ich, nie zusammen hier. So, Freunde, also erstmal, das Set ist absolut mega, ne? Also wer schon mal Mega-Blocks vielleicht gebaut hat, für mich ist es ja hier eine Premiere, der kennt das vielleicht schon. Ich kenne es so nicht, weil einfach da so viele Steine drin sind, die man noch nicht gesehen hat. Also für mich ist das doppelt interessant und ich finde es total geil. Man achtet hier Tatsache auf wirklich jede Kleinigkeit irgendwie. Das ist alles super durchdacht. Wenn man zum Beispiel hier so das Rotorblatt oder so sonst anbaut, hat man, da sieht man die Schattierung, ne? Es sieht einfach Hammer aus. Man kann das natürlich im Licht jetzt nicht ganz so schön sehen, weil jetzt ein bisschen viel künstliches Licht ist, ne? Aber es sieht mega aus, wenn man das in Naturfarben sieht. Also, wenn man den Heckrouter zum Beispiel anbauen will, dann bauen Sie nochmal eine zusätzliche Noppe an, die etwas höher liegt, damit das nachher richtig Stabilität gibt. Und so ist irgendwie der ganze Bau. Ich finde das absolut mega. Mir macht das einen Heidenspaß und das Ding wird mega groß. Das kann ich euch schon mal versprechen. Ich zeige euch nachher was ich bei noch keinem Hersteller, noch nicht mal beim Premium-Hersteller bis jetzt gehabt habe. Das zeige ich euch gleich am Ende des Videos. Freunde, ohne Scheiß jetzt, ich bin am Überlegen, mir das Set, scheißegal, was das jetzt gleich kostet, mir zu kaufen. Das Ding möchte ich gerne noch ein zweites Mal bauen. Es ist einfach Hammer. Die Farbe ist geil. Das ist wirklich, der Bau macht Spaß. Ich bin absolut von diesem Set bis jetzt überzeugt. Ich bin noch nicht fertig. Wir sehen es nachher. Aber bis jetzt ist das einfach unschlagbar geil. Wirklich. Freunde, das war das erste Mal, dass ich Megablocks gebaut habe. Der Black Hawk von Call of Duty. Habe ich mir geliehen von dem Alexander. Vielen, vielen Dank dafür. Beim Aufbau habe ich gesagt, das war die Grundplatte. Die Steine zusammen zu drücken war schon, es tat schon in den Finger weh. Nach der Grundplatte können diese Bausteine von Megablocks mit allen Premium-Herstellern 1000-mal mithalten. Es ist so genial. Der ganze Hubschrauber ist so gut durchdacht, dass alles, was irgendwo abfallen könnte, also hier hinten zum Beispiel das Heck oder so, überall stabilisiert ist. Das ist absolut klasse gemacht. Ich habe aber dabei auch beim Bauen die ganze Zeit Angst gehabt, verdammter Mist, wenn da gleich ein Teil fehlt, weil da so viele spezielle Teile sind. Da habe ich gedacht, dann bist du aber am Arsch. Ich habe keine Ersatzteile dann dafür.
Die Bauanleitung war in Ordnung, war aber erstmal eben gewöhnungsbedürftig. Und natürlich auch diese speziellen Teile. Nach einer halben Stunde ist man dann im Flow drinne und dann funktioniert das. Und dann hat man einen riesen Spaß bei dem Set. Ja, die Tüten waren nummeriert. Könnt ihr vergessen, alle Tüten auf dem Tisch, auf geht's. Ist aber nicht schlimm. Aber ich habe zwei Mankos. Und der Alexander hat gesagt, ich soll das ruhig sagen, wenn da irgendwas nicht in Ordnung ist. Und das sage ich jetzt. Das eine ist, wir haben hier so ein bisschen die Türen gefehlt. Die hätte ich ganz gerne da drin gehabt. Das andere ist, Freunde, die Scheiben. Also hier, hier, hier oben. Auf den Scheiben ist nicht ein verdammter Kratzer drauf. Nicht ein einziger. Nicht mal ein Haarkratzer oder irgendwas. Das geht doch nicht. Bei allen Sets, die ich bis jetzt irgendwo gebaut habe, Sluba im Lego oder was weiß ich, war immer irgendwie noch ein leichter Kratzer drauf oder leicht zerkratzt oder so. Nix. Gar nichts. Ich habe gesucht. Es ist nur meine Fingerabdrücke da drauf. Es ist echt Hammer. Das erste Mal, dass ich das erlebt habe. Mir hat das sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, Alexander. Bin ein bisschen traurig, dass ich es dir jetzt wieder zurückschicken muss. Ich werde mir das Set definitiv noch einmal selber kaufen. Und für jeden Hubschrauber-Fan ist das, glaube ich, auch fast ein Muss. Alleine schon durch diese Farbe ist das schon der absolute Hammer. Als wäre das Ding gelagert, oder? Hinten übrigens dreht er auch. Aber das ist wirklich spitze. Ne? Man kann dann den Deckel abnehmen hier oben. Und dann kann man da ein bisschen reingucken. Und da hat man einen Platz, damit man mit seinen Soldaten da überall spielen kann. Ich muss mal gucken. Da sieht man vielleicht ein bisschen jetzt das Cockpit. Ich kriege das nicht viel besser rein. Das sind alles Drucke. Ihr habt noch so ein paar Waffenklammern da und. Denn, das habe ich jetzt nicht gemacht. Ich zeige euch gleich aber das Bild. Da ist noch eine Tüte mit Figuren dabei. Und das sind ja ganz spezielle Figuren. Aber ich möchte den Christoph auch noch irgendwie, der Christoph sag ich schon, nee, Alexander, irgendwie gerne bei seinem eigenen Set auch noch was zusammenbauen lassen. Ich fotografiere euch die Figuren gleich mal einfach ab. Ein Megaset, ohne Quatsch, fand ich wirklich einsame Spitze. Freunde, jetzt habe ich das Wichtigste vergessen, wir müssen noch einmal messen. Wenn ich jetzt mal weiß, wo mein Messwerkzeug ist, da. Das Ding ist ein ganz schöner Klotz. Man sieht das so nicht. Also, wenn ich nur den reinen Hubschrauber nehmen würde, bin ich bei 49, ja, knapp 50 Zentimeter in der Länge. Oh, ich muss ja vom Waffensystem zu Waffensystem, ne? In der Breite was von 23 Zentimeter. Wenn ich das mal so mache, habe ich eine Spannweite von den Rotoren von 53 Zentimeter. Absolut bespielbar, das Teil. Einfach das Bugrad hinten, ne? Hier, es lässt sich butterweich drehen. Nach vorne, nach hinten wird es ein bisschen schwieriger, weil er nicht einmal um die Achse drehen kann. Aber nach vorne auf alle Fälle. Und das ist wirklich klasse gemacht. Freunde, da sind wir am Ende des Videos. Ich möchte mich nochmal recht herzlich beim Alexander bedanken für viel Spaß, Spannung. Schokolade gab es jetzt nicht mit dabei. Aber es war klasse einfach. Vielen, vielen Dank. Ich pack's jetzt die Tage wieder ein und schick's dir wieder zurück. Du kriegst natürlich ein Dankeschön da rein. Fand ich ganz großartig von dir. Toller Mensch. Ja, man bestellt sich sowas schweineteuer und gibt das jemand anders zum Aufbauen. Finde ich einfach großartig. Vielen, vielen Dank dafür.
Dafür habe ich auch deine Figuren nicht ausgepackt. Freunde, es liegt noch eine ganze Menge an. Ich habe mir die Bismarck gekauft. Die war jetzt gerade bei Bluebricks als Neuvorstellung. Also auch nicht von Kobi, auch nicht von Bluebricks. Ihr könnt da reingucken, dann wisst ihr, welche ich meine. Bin ich drauf gespannt. Ich habe von Bluebricks noch zwei Mini-Trucks, die letzte Woche als Neuvorstellung drin gewesen sind. Ich habe noch ein oder zwei Sets von Designern hier. Da freue ich mich mega drauf. Und wie immer, Freunde, macht nur das, wo ihr drauf Bock habt. Ne? Wenn ihr meinen Kanal nicht mögt, schaltet lieber nicht ein. Wenn ihr mich mögt, freue ich mich natürlich. Wenn ihr ein Like da lasst, freue ich mich. Besonders freue ich mich natürlich, wenn ich euch alle wieder live sehen kann oder ihr mich und wir miteinander quatschen können, freue ich mich besonders wieder drauf. Und diesmal gibt es auch eine Vorankündigung. Nicht so wie das letzte Mal. Wir werden das dann ankündigen. Wie auch immer, wenn ich dann alleine gehe oder wenn Mario und der Vicky gerne mit dabei sind, dann machen wir drei das wieder zusammen. Einmal im Monat wollen wir es dann ja auch irgendwann machen, habe ich am Anfang schon erklärt. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Morgen geht's nach Manowar, morgen ist Sonntag nach Bremen. Freue ich mich riesig drauf. Ich kann endlich mal wieder mit meinem Kumpel, den ich das letzte Mal im August, was mal mit unternommen habe, endlich mal wieder unterwegs sein. Ein, zwei Cola trinken. Ich habe nämlich Montag-Nachtschicht, das heißt, ich kann das machen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, liebe Freunde. Macht nur das, wo ihr Bock drauf habt. Am besten mit eurer Familie, Hund, Katze, Maus, Auto, Fahrrad, Cabrio, mit euren Tieren, mit euren Geschwistern, mit eurer Familie, wie auch immer. Und wir sehen uns wieder, wenn es heißt, natürlich bei Stein auf Stein zum Ziel. Und ich bin Andreas und sage Moin!